Ja, Leute, wunderschönen Tag auch. Und weiter geht's in der Pizza Connection hier. Loki ist schon am Lachen. Wir haben nämlich gerade einen kleinen Spaß gemacht, beziehungsweise hat hier mein Anzählen, was ich vor jedem Video mal mache, damit das Ganze nachher auch schön synchron wird, ein bisschen veralbert. Und deswegen hat er hier schon das Affenlachen im Hintergrund. So, aber wir haben auch heute einen kleinen Plan für die Folge, weil das letzte Mal... Nimm auf. Sollte es mitbekommen, es ist wurscht. Ja, Loki kriegt den Lachflash, ist nicht so wild, aber ich hoffe, er weiß noch, was wir so Tolles vorbereitet haben. Mein Herr Praktikant. Abrechnung. Was? Abrechnung. Genau, die Abrechnung haben wir vorgebracht. Und da fehlen Vorräte, die wir nachbekaufen müssen. Richtig, aber ich glaube, mit den Vorräten, da müssen wir eh gleich mal schauen, weil wir wollen nämlich zwei neue Pizzen hier auf den Markt werfen. Und da habe ich mir übrigens auch, weil du ja dir auch mal so ein paar tolle Specials überlegst und du machst das ja eher so im spielerischen Content und ich, du weißt ja, spielerisch ist bei mir bei Pizza Connection jetzt nicht komplett tote Hose, aber doch weniger als bei dir. Und wir werden jetzt eine neue Pizza hier in unsere Speisekarte aufnehmen und das machen wir ausnahmsweise hier mal über dieses Modul, wo man hier quasi Pizzen laden kann. Dafür drückt ihr einfach F1 und wenn ihr die entsprechende Pizza hier im Ordner habt, dann wird die quasi geladen und wir holen uns jetzt mal den Klassiker, den ihr auch bei mir schon oft gesehen habt, nämlich die Salami-Pizza. Die ist nämlich noch gar nicht hier im Repertoire. Jetzt muss ich nur mal kurz wieder überlegen, wie man die auf die Speisekarte nimmt. Da gab es nämlich auch so einen Trick, ne? Da musste man, genau, glaube ich... Währenddessen, Plexi schaut, zur Info, diese Pizzen, wie man sie reinladen kann, haben wir schon mal angeschnitten. Und das könnt ihr ganz einfach, indem ihr die Dateien, wenn ihr wisst, oder wenn ihr sogar welche habt, die Dateien in eure Spieleverzeichnis reingeht, also Pizza Connection. Und dann habt ihr viele, viele Ordner und einer dieser Ordner heißt R. Und das R steht für, na, Rezepte. Und dort ladet ihr einfach die Datei hinein. Genau, und dann könnt ihr dann ganz bequem ein. Dann könnt ihr die hochladen. Wir haben jetzt auch hier relativ viele Pizzen schon am Start, aber wir wollen natürlich dann auch noch selber welche machen. Und die heißt jetzt Salami-Pizza. Ich will die aber jetzt nochmal umbenennen, weil ich stehe doch eigentlich mehr auf Pizza-Salami und nicht Salami-Pizza. Gucken wir, ob wir das auch noch hinkriegen. So, Kleinigkeiten. Ich glaube, den Namen kann ich im Nachhinein doch nicht mehr ändern, ne? Das ist übrigens hier die Salami-Pizza. Die sieht mal mit Ei und allem. Wundert mich jetzt so ein bisschen. Also so sieht diese normale Salami-Pizza von mir nicht aus. Ich werde übrigens auch mal, wie gesagt, ein kleines Special machen. Ich werde in den nächsten Folgen immer mal versuchen, auch jemand selbst eine Pizza zu essen. Da werde ich die mal zeigen und ihr könnt mal raten, ob ihr diese Pizza vielleicht selber kennt. Mit Markennamen bitte dann in die Comments rein, wenn ihr sie erkannt habt. Okay. Wird sich wirklich trauen, ne? Diese Pizzen nachzubacken. Nee, nicht die, sondern ich kaufe mir natürlich welche im Supermarkt, weil vielleicht hast du die erste Folge gesehen, da habe ich mir so eine Penny-Pizza gemacht und einer sofort, ey, das ist garantiert Penny und hat natürlich auch noch recht gehabt. Und ich werde mir jetzt aber auch mal andere Pizzen dann holen, andere Salami-Pizzen wohlgemerkt und mal schauen, ob ihr dann wisst, wo die herkommt. Gut, also ich kann die irgendwie doch nicht umbenennen, also ich wüsste jetzt gerade nicht wie. Lass mir es einfach so, die war aber relativ teuer auch von der Produktion, also über 5 D-Mark hat die gekostet. Und wir müssen natürlich jetzt auch andere Waren einkaufen. So. Jetzt richtig. Haben wir nämlich auch wieder das Problem mit den Waren. Vielleicht haben wir noch ein paar Themen, die wir ansprechen können, weil ihr wisst ja, Waren einkaufen ist immer der Part von Loki. Genau, beim Wareneinkaufen, wie wir das ja schon mal angesprochen haben, ist es definitiv so, umso qualitätsreicher die Ware ist, umso besser ist es für eure Pizza. Denn, bei der Pizza selber an sich setzt sich zusammen aus dem Ofen unter anderem, der die Qualität der Pizza wiedergibt, aus den Waren und natürlich beziehungsweise den Zutaten in dem Fall. Und genau, und daraus setzen sie sich zusammen. Pardon. Genau, ich kaufe richtig ein. Genau, das hatten wir, glaube ich, schon des Öfteren auch mal angesprochen. Wir haben ja noch ein paar, in den Comments haben wir es ja, glaube ich, gesehen, zum Kopierschutz gab es noch etliche Fragen. Ich glaube, Leute, wenn ihr euch da alle Videos nochmal anschaut, ich glaube, wir sind da so oft drauf eingegangen. Es ist wirklich so, ihr müsst die Pizzen am Anfang, müsst ihr 5, glaube ich, oder waren es 3? Du kennst dich da noch besser aus als ich. 3 Stück waren, 3 von den Standardpizzen. Müsst ihr wirklich nachbauen, also dürft ihr nicht laden, die müssen selbst kreiert werden. Und dann funktioniert es auch mit absoluter Sicherheit, weil viele haben geschrieben, nee, funktioniert immer noch nicht. Also der Loki, wenn es jemanden gibt, der das wirklich, glaube ich, 10 Tage und 4 Nächte ausprobiert hat, dann ist es, glaube ich, wirklich Loki.
Ja, wirklich, allerdings. Ich war echt nur am Verzweifeln. Ich weiß nicht, wollen wir mal die Leute, die noch Probleme haben, dürfen die eine Nachricht schreiben oder ist das nicht so? Sicherlich, Ja? bitte. Könnt ihr gerne machen. Also Sag immer ran, einfach auf Loki leiten und. Loki-Line, genau, weil ich hatte, glaube ich, mal Loki gesagt. Also Loki, da ist wahrscheinlich jemand anders. Der freut sich dann vielleicht gar nicht, wenn er dann hier so Anfragen bekommt: Hey, Alter, meine Pizza wird nicht verkauft. Sagt dann: Genau. Was willst du? Ja, also nee, da einfach Loki-Line anschreiben. So, und jetzt haben wir quasi in dem Restaurant hier haben wir das Ganze erledigt. Jetzt gehen wir noch in unser zweites und stellen da auch noch eine Pizza, die Pizza rein. Da müssen wir quasi, haben wir eine separate Speisekarte. Und hier haben wir auch diese Pizza Fantasia. Ich glaube, das war die ich mal gebacken habe, ne? Ach du Gott, die wird hier sogar Genau. verkauft. Ich glaube, die müssen wir mal rausnehmen, oder? Ich gucke mir die gerade noch mal an. Pizza Fantasia. Ja, das war, glaube ich, die. Nee, war das wirklich die? Ich glaube schon. Die hat hier doch, Bin mir nicht genau, sicher. doch, die hat hier ein Kollege mal nachgebacken und hat sie dann auch gegessen. Ja, das ist diese Hack-Erdbeer-Pizza, Mit dem ne? Porree drauf, genau, und hier Oh. und dem Hackfleisch. Ja, das war, ist eigentlich, wie gesagt, er hat dafür auch einen Preis Was? bekommen. Er hat ja hier eine Folge mal mitkommentiert. Dafür, also der drei Emmys, so hieß er nämlich auch, hat da richtig gelitten. Ja. Das ist der härteste Jude, den ich je kennengelernt habe, also Respekt. Übrigens, Hackfleisch, boah. es hat noch jemand gemacht, allerdings ist das so ein bisschen untergegangen. Er hat mir mal Bilder davon geschickt und ja, sieht man nicht mehr. Ich muss mal gucken, dass ich mit ihm nochmal Kontakt aufnehme, dass wir da vielleicht auch nochmal was, eine kleine Spezialität machen. Aber sieht hier die Salami-Pizza, die kommt auf jeden Fall besser an als die Pizza Fantasia hier. Wobei, die hat auch ihre Fans, vor allem bei den Arbeitern. Ordentlich Hackfleisch drauf. Mal generell Gib mal mir die schauen. Pommesgabel, ne? Die Krabbenpizza eigentlich auch nicht schlecht, aber bei Senioren halt überhaupt nicht beliebt. Anders sieht's aus mit der Hähnchenpizza. Schinkenpizza. Oh, die Schinkenpizza hat aber einen Dann ziemlich. machen wir gerade Verlust, sehe Die ich hat auch, einen ja. richtig negativen Gewinn eigentlich. Also Verlust auf gut Deutsch. Negativer Gewinn ist natürlich Verlust. Ja, die wird irgendwie günstiger verkauft als Kosten, die wir haben. Da müssen wir mal schauen, dass wir das da verändern. Machen wir doch gleich mal die sogenannte, was war das? Schinkenpizza. Nee. Doch, war Schinkenpizza. Könnte Müssen Schinkenpizza gewesen sein. wir. Ist vielleicht der Preis hochgegangen. Vielleicht auch, weil wir jetzt einfach teurere Sachen gekauft haben. Das auch, um nun da noch, vielleicht noch mal kurz einen Ansatz zu finden. Es ist natürlich auch wichtig, mehrere Pizzen einfach im Repertoire zu haben, also auf der Speisekarte. Das hat auch den folgenden Grund, auf etwas, was wir noch nicht eingegangen sind, wo wir noch eingehen werden, ist, es gibt ja Trends und es gibt Geschmacksrichtungen und Verkaufscharts. Das sind ja alles Dinge, in die wir auf dieses Spiel noch gar nicht eingegangen sind, die eigentlich auch sehr, sehr wichtig sind. Es ist besonders die Zeitung. Oh, ganz kurz, da leckt's kurz. Ganz kurze Pause, da leckt gerade hier bei uns die Voice-Verbindung. Ich hoffe, es wird gleich besser. Ist er noch da, der gute Loki? Ja, ich bin noch Ah, da. bist noch da. Nee, da hat gerade hier der Teamspeak, worüber wir das machen, hat er da geleckt. Das ist leider, ich meine, Server läuft da auf so einem Cluster und wenn da wieder irgendeiner seine, ja, in Anführungsstrichen, Filmchen hochlädt oder irgendwas, dann gibt es hier mal kurze Lecks. Natürlich Filmchen und Urlauben und Partys, also gar keine anderen Filmchen. Genau, die Urlaub-Videos, Home-Videos auch Genau, genannt. genau. So, ich kaufe hier gerade wieder ein, ohne so ein bisschen auf den Preis zu gucken. Das muss ich dann beim nächsten Mal auch mal ein bisschen ändern wieder. Wobei, ich kaufe halt einfach das Beste ein, damit hier die Leute zufrieden sind. Und ich meine gerade, ich hätte sogar den Käse gerade wieder vergessen in dem anderen Restaurant. Ja, und dann wollten wir heute hier eigentlich noch eine eigene Pizza kreieren. Wir haben uns da was ausgedacht und mal schauen, ob es klappt. So, war ganz kurz. Oh, da fehlt Genau. was. Da hat was gefehlt. Ich habe es genau gesehen. Petersilie hat gefehlt. Mann, Mann, Mann. Petersilie, genau. Ich kaufe hier extra Wobei, viel ein. musste ich noch gerade korrigieren, das Beste war es noch nicht. Auf dem auf dem höchsten Stand waren wir noch nicht mit dem Einkaufen der Qualität. Da ist noch Potenzial nach oben Das da. stimmt. Ich habe hier immer so den drittbesten Laden gekauft. So, und jetzt denke ich mal, machen wir uns nochmal hier ans Selbstkreieren von der Pizza. Das ist ja auch eine Sache, Hast du hier die. nicht noch Dinger vergessen? Was? Vorräte? Auch hier? Was habe ich vergessen? Diesem Restaurant. Vorräte. Diesem Restaurant. Vorräte? Hast du da hast du? Habe ich vorhin eigentlich gekauft. Müssten ein paar Tage reichen. Die Vorräte an Petersilie sind alle. Sind verdorben. Die habe ich doch gerade erst gekauft. Okay. Tja. Wieder zu viel auf Vorrat gekauft.
Ja, wie dem auch sei, wir werden jetzt erst mal die Pizza hier selbst anlegen. Und zwar ging das ja hier unten. Und wir haben uns was ausgesucht aus einer Pizza, die wir schon kennen. Die versuchen wir jetzt mal nachzubauen. Der Loki hat die natürlich jetzt wieder schön vor sich und wird mich mal hier instruieren, wie das ungefähr geht. Ich weiß noch, wir müssen irgendwie hier so die Tomaten irgendwie hier so hinlegen. So ein bisschen, genau, 7 Stück an Zahl. So ein bisschen auseinander, weil da kommt nämlich noch gleich was dazwischen. Ja, ungefähr so, denke ich mal. Dann hauen wir da noch schön Salami. Das sind zwar 6 Stück, aber oh, ja. Bräuchte man wirklich 7? Nee, dann gehe ich nochmal kurz zurück. Ja, sollte 7 nehmen. Dann mache ich mal ein bisschen hier, lege ich die ein bisschen enger. 4, 5, 6. Na, irgendwie passt nicht so richtig. Ja, ganz, nee. Aber das ist schon in Ordnung. Nee. Kennst du doch mal. Alter, Perfektionist. Ja, nee. Das machen wir jetzt. Legen wir jetzt wieder ein bisschen vom Radius her ein bisschen weiter nach außen hin und dann müsste das eigentlich gehen. 5, 6, 7. Schön, oder? Und jetzt, ja, Salami müsste hier sein. Auch eine ganze Scheibe, oder? Aber ja, genau, ganze Scheibe. Und die wird immer dazwischen gelegt. Ja, das Auge ist ja bekanntlich mit. Dann machen wir quasi die Salami so hier drauf. So, was nehmen wir denn jetzt? Können wir eigentlich noch Paprika nehmen vielleicht? Oh ja, Paprika ist gut. Ja, wie viel nehmen wir denn da? 3 Stück? Nehmen wir 3. Ja, das sieht schön aus. Genau, ja, so. Das sieht eigentlich echt nicht schlecht aus. Dann würde ich noch sagen, ein paar Pilze. Muss ich gerade ein bisschen... Oh ja, Champignons. Oh, Champignons, ja. Muss ich gerade ein bisschen veralbern. Wir haben nämlich früher mal, als wir Pizza bestellt haben, jetzt habe ich schon wieder die falschen genommen, Champignons hier, haben ja, wir immer so einen Pizzazettel mitbekommen und haben uns immer totgelacht, wie die Leute... Pilze geschrieben, haben nämlich Bilze, ja, da haben wir uns immer ziemlich, Bilze haben die immer auf den Zettel geschrieben, okay. Ziemlich lustig, so, jetzt noch ein bisschen Grünzeug vielleicht, danach Petersilie ja. Vielleicht, oh ja, nehmen wir Petersilie. Aber Petersilie tut zuletzt auf eine Pizza wie Oregano, okay, oder nicht? Gut, dann machen wir das weg, dann müssen wir jetzt ein bisschen Käse noch drauf, oder, was nehmen wir denn da? Gorgonzola? Oh ja, Käse ist gut. Oder Mozzarella, glaube ich, würde ich mal sagen. Das ist das, ich weiß nicht, Gorgonzola, Blauschimmel mit Salami. Ja, doch, weiß stimmt. Nicht, ob das Leute mögen. Ja, das machen wir jetzt direkt hier mal schön auf die Salami drauf, würde ich sagen. Oh ja, sieht gut aus. Das sieht echt gut aus, wirklich. Ja, die Leute essen ja auch oftmals Pizza, während sie hier das LP gucken. Und jetzt machen wir noch ein paar Streusel drüber jeweils. Vielleicht hier über die... Ja? Über die Tomate. Das schön zerläuft. Genau. Aber nicht in die Mitte, denke ich, oder? Das lassen wir mal lieber offen. Genau, weil da hätte ich... Ich glaube, ich mag es ja persönlich etwas schärfer. Ich würde Pepperoni noch drauf. Pepperoni? Oh ja. Oh, okay. Muss ich mal kurz schauen, dass ich die auch finde hier. In der Mitte, circa bei den Kartoffeln. Oh ja. Mal gucken, die kann man nämlich auch... richtig cool... Ja, das sieht cool aus. Aber die kann man so schön in so Mercedes-Stern-mäßig so hinlegen, ne? Machen wir mal hier so. Oh ja. Und machen wir vielleicht, ja, anders geht's ja nicht. Naja, so richtig Mercedes-Stern ist das nicht, eher so Turbine vielleicht. Also die Petersilie war es. Genau, und jetzt noch die Petersilie drauf. Sollte jetzt auch noch ein bisschen anpassen hier. Würde sagen, so rum. Und hier oben so rum. Und damit hätten wir auf jeden Fall schon mal den Symmetriepreis gewonnen. Auf jeden Fall, ja. Weil symmetrisch ist die. Und ja, kann ich die jetzt schon benennen? Ich glaube fast nicht. Können wir jetzt einfach mal hier quasi das der Jury vorführen, mal schauen, was die davon hält. 5, 7, 2, 0, 6. Ich glaube, das ist nicht so angekommen, oder? Ich glaube es auch nicht, aber die Jury hat keine Ahnung, was eine gute Pizza ist. Die Jury hat es echt nicht. Vor allem haben wir da eigentlich hier einen geheimen Tipp bekommen und irgendwie hat die nicht so richtig gefunzt. Ich nenne sie einfach mal Pizza Fantasie. Hatten wir beim letzten Mal, dann haben wir vielleicht einen guten Namen, die wir da nehmen können. Nennen wir sie doch einfach nach einem Lieblingstier von mir. Pizza Fuchur. Oh Gott, wie soll ich das denn schreiben? Du weißt doch, ich bin keine Rechtschreibskoryphäe. Du kannst Fuchur nicht schreiben? Du kannst den Drachen nicht schreiben? Ja, doch, kann ich schon. Aber ich würde einfach sagen... Einfach, wie man auch spricht. Nennen wir doch einfach hier Pizza Diavolo. Oder ist mein die eigentlich armer Drache. Ja. Nee, der Drache, den nehmen wir für eine Pizza, die wir auch nachher noch verkaufen, oder? Weil ich nehme mal nicht an, dass die lange halten wird. Nehmen wir mal sehen, ja. Jetzt schauen wir uns wirklich nochmal an. Also, das ging hier wirklich in die Hose. Ja, aber dafür kommt er aber echt gut an. Dafür kommt sie ganz gut an, ne? Für das er eigentlich nicht so gut ist. Die hauen wir trotzdem auf die Liste drauf, denke ich mal. Für 6 D-Mark ist die euch. Könnte sie haben, das ist dann quasi doppelter Gewinn für uns. Aber ob die Pizza wirklich das hält, was sie verspricht, das muss sie dann erstmal beweisen. Und zwar in der nächsten Folge. Wieder mit dem Loki natürlich.
dir heute auch nochmal Tschüss sagt. Genau. Ja, tschüss. Ciao.